Hallo ihr Lieben, lasst uns doch mal kurz über das Thema Autofahren hier in Dänemark reden. Und zwar vor allem über das Thema Verkehrsregeln. Vielleicht auch ein bisschen über das Thema Spritpreise. Das kann man ganz schnell abhandeln. Grob kann man sagen, dass die Spritpreise hier in Dänemark mittlerweile ähnlich teuer sind wie in Deutschland. Also wenn, dann kostet das Benzin und der Diesel hier unwesentlich mehr. Aber es gab auch schon Zeiten, da habe ich in Dänemark hier tatsächlich etwas billiger getankt als bei uns in Deutschland. Aber kommen wir mal zum Thema Verkehr. Zunächst mal grundsätzlich, auch Autofahren kannst du hier in Dänemark deutlich entspannter als bei uns. Denn auf den Straßen hier in Dänemark geht es deutlich relaxter und ruhiger zu als bei uns. Hücke auf vier Rädern sozusagen. Aber ich will in diesem Video vor allem so ein bisschen über Verkehrsregeln sprechen. Es gibt so verschiedene Standards, wie bei uns auch zum Beispiel musst du ein Warndreieck im Auto haben, musst einen Verbandkasten im Auto haben. Was hier in Dänemark gilt, ist Tagfahrlicht. Das heißt also, du musst, während du mit dem Auto fährst, das Licht anhaben. Moderne Autos haben ein Tagfahrlicht. Wenn du das nicht hast, dann musst du eben das Abblendlicht anmachen. Wenn du das nicht machst oder tust, dann kann das teuer werden, wenn du erwischt wirst. Und damit sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema, nämlich es kann teuer werden. Du solltest dich hier in Dänemark wirklich dringend an Verkehrsregeln halten, denn wenn du erwischt wirst, dann kann das einen empfindlichen Schlag in die Urlaubskasse bedeuten. Das heißt also, Verkehrsregeln und vor allem Verkehrsregelverstöße hier in Dänemark gehen richtig ins Geld. Ich will dir dazu mal ein Beispiel nennen. Vor 2 Jahren war ich hier in Dänemark im Urlaub. Da habe ich nur vergessen, eine Parkscheibe vorne in die Windschutzscheibe zu legen. Das ist eben auf Parkplätzen, die keine gebührenpflichtigen Parkplätze sind, oft eben dann vorgeschrieben, dass du die Parkscheibe in die Windschutzscheibe legst. Und genau das habe ich eben schlusslich, wie ich war, vergessen. Als ich wieder zum Auto kam, hatte ich eben einen Strafzettel unter dem Scheibenwischer klemmen und der ganze Spaß hat mich in Euro umgerechnet 108 Euro gekostet. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Einmal Parkscheibe nicht in die Windschutzscheibe legen, hat 108 Euro gekostet. So, das heißt also, du kannst schon ahnen, dass, wie ich es gesagt habe, das Missachten von Verkehrsregeln in Dänemark ist richtig teuer. Und ich sage mal so, da ist auch auf der Preisskala nach oben offen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Richtig, richtig teuer wird es bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Du darfst in Dänemark auf einer normalen Landstraße 80 fahren. Auf manchen Straßen, Landstraßen, die baulich entsprechend ausgebaut sind, sind auch 90 zulässig. Das ist aber dann ausgeschildert. Aber normalerweise darfst du auf Landstraßen wie dieser hier 80 fahren. Innerhalb geschlossener Ortschaften, wie auch in Deutschland, 50. Eventuell auch durch entsprechende Beschilderung 30. Und auf den Autobahnen, also zum Beispiel auf der E45, die ja von Flensburg durch ganz Dänemark hindurchführt, also auf Autobahnen darfst du 130 fahren. Im Bereich von Autobahnkreuzen oder größeren Auf- und Abfahrten ist die Geschwindigkeitsbeschränkung dann bei 110. So, das sind so die wichtigsten Eckdaten, die du wissen solltest. So, was passiert, wenn du schneller fährst? Hier hat es nicht etwa feste Strafen, die du bezahlen musst, sondern für Geschwindigkeitsübertretungen wird bei der Berechnung des Strafgeldes oder Bußgeldes der Bruttomonatslohn des Straftäters, sagen wir mal, zur Grundlage genommen. Und dieser Bruttomonatslohn wird dann mit einem bestimmten Faktor multipliziert. Nehmen wir also mal an, du fährst sozusagen nur ein bisschen zu schnell und dein Bruttomonatslohn beträgt 3.000 Euro. Wir nehmen jetzt einen glatten Betrag, damit es sich einfacher rechnen lässt. Für das bisschen zu schnell wird dann meinetwegen der Faktor 0,5 herangezogen und du bist 1.500 Euro los.
fährst du deutlich schneller, dann ist vielleicht der Faktor 0,8 oder vielleicht sogar 1,0 oder sogar darüber. Das heißt also, zu schnell fahren ist hier in Dänemark richtig teuer. Und damit nicht genug, denn es gibt auch noch weitere Regelungen. Es gibt im dänischen Verkehrsrecht einen Paragraph, wenn du den aufs Deutsche übersetzt benennen wolltest, würde das sowas bedeuten wie waghalsige Fahrt oder Wahnsinnsfahrt. Man könnte wahrscheinlich im Deutschen am besten das Wort gemeingefährlich verwenden. Worum geht es da? Hier geht es im Prinzip um eine so radikale Fahrweise eines Fahrers, dass er damit wissentlich schwere Sachschäden, aber auch schwere Verletzungen von Personen oder sogar die Tötung von Personen in Kauf nimmt. Nehmen wir ein paar Beispiele. Die Geschwindigkeit. Wenn du innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, wo du 50 fahren darfst, das Doppelte fährst, dann ist das eine Wahnsinnsfahrt oder waghalsige Fahrt oder eben gemeingefährliche Fahrt. Auf der Autobahn muss es nicht mal das Doppelte sein, das wären ja dann 260, nein, da sind es schon 200, die ausreichen. Oder aber du sitzt mit über 2 Promille Alkohol in der Birne am Steuer. All das ist dann die sogenannte waghalsige Fahrt. Und hier wird es nicht nur richtig teuer, sondern das Auto ist weg. Das Auto, mit dem du diese Tat begangen hast, wird beschlagnahmt und zugunsten der dänischen Staatskasse versteigert. In der Tat, genau das passiert. Es gab einen Fall, es ist übrigens nicht wichtig, wem das Auto gehört. Also ob es dein Auto ist oder das Auto von jemand anderem ist. Das Auto, mit dem die Straftat begangen wurde, wird beschlagnahmt und versteigert. Es gab hier in Dänemark einen Fall, der ist auch so in Norddeutschland durch die Presse gegangen. Da hat sich jemand den Porsche eines Bekannten geliehen und hat dann in dem Auto mal so richtig die Sau rausgelassen, wurde erwischt und das Auto war weg. Es war nicht sein Auto, sondern das Auto seines Freundes und das Auto war weg. Stell dir einfach mal vor, du bist Arbeitnehmer und dein Arbeitgeber stellt dir einen Firmenwagen zur Verfügung. Du fährst mit dem Firmenwagen hier in Dänemark in Urlaub und lässt's mal so richtig krachen, wirst erwischt. Du fährst mit Firmenwagen nach Dänemark in Urlaub, du kommst ohne Firmenwagen zurück, dann wird dein Arbeitgeber einen Gesprächsbedarf mit dir haben. Und jetzt gibt's natürlich so den schlauen deutschen Bleifuß-Indianer, der sagt, ja, gilt ja nicht für mich, ich bin ja Deutscher, ich bin ja da im Urlaub, ich mach, was ich will, egal ob ich ein Parkticket krieg oder zu schnell fahre. Nach 14 Tagen fahre ich wieder nach Deutschland und der Drops ist gelutscht, mir kann nichts passieren. Pustekuchen! Die Staaten der Europäischen Union und Dänemark, das wirst du wohl kaum verweigern wollen, ist auch ein Staat der Europäischen Union. Diese Staaten haben entsprechende Rechtshilfeabkommen und ähnliche Kooperationsvereinbarungen. Das heißt, der dänische Staat kann auch bis nach Deutschland vollstrecken. Das heißt, wenn du hier eben dir etwas zu Schulden kommen lässt und erwischt wirst und einfach denkst, ich fahre wieder heim und dann kann nichts passieren, läuft nicht, dann kommt eben die Rechnung, die Mahnung und entsprechend der Vollzug auch nach Deutschland. Also, ich hoffe, du hast jetzt hier in meinem kleinen Video verstanden, wie hier in Dänemark in Sachen Verkehrsregeln und vor allem auch in Sachen Bestrafung der Verkehrsregeln die Musik spielt. Wenn du dich hier im Autoverkehr nicht benimmst, wird es teuer, wird es richtig teuer. Und deshalb mein Tipp, genieße auch die Hücke auf 4 Rädern, fahre gemütlich, passe dich an die Regeln an, denn das ist mein Geheimtipp. Wenn du dich an die Regeln hältst, dann kriegst du auch keinen Ärger. Also, das war's. Bis dann. Hi, hi. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht.